Und sag mal, bei den Zitrusfrüchten, wenn du sagst zentrifugieren, wird das dann wirklich auch geschleudert sozusagen? Ja, das sind wirklich so eine Art Waschmaschinen. Also die Zitrusfrüchte werden angeliefert, werden erstmal gewaschen in einer riesen Badewanne, wenn man so möchte. Und dann wird die Schale in einer fast wie eine umgebaute, ja, Waschmaschinentrommel, nur mit Raspeln innen drin, werden diese Zitrusfrüchte geschleudert, und bei diesem Schleudervorgang wird die Schale abgeraspelt. Und diese abgeraspelte Schale wird dann ausgespült, und dann wird es zentrifugiert, und dabei löst sich das ätherische Öl aus diesem wässrigen etwas wieder heraus. Ach, total spannend. Und sag mal, wie kommt denn das zustande, dass es so, dass die Preise so unterschiedlich sind in den verschiedenen ätherischen Ölen? Also zum Beispiel ist so ein Orangenöl günstiger als ein extremes, als Melisse oder Rose zum Beispiel. Ja, das ist relativ einfach zu erklären. Also es gibt massenhaft Orangen, Zitronen, Mandarinen, und die Gewinnung der Zitrusschalenöle ist fast sowas wie Abfallverwertung. Das heißt, die Früchte kommen in die Saftproduktion, und aus den Schalen können dann die ätherischen Öle noch gewonnen werden. Das heißt also, wir haben erstens mal einen relativ hohen Ertrag, allein daraus resultieren, dass in der Schale ziemlich viel ätherisches Öl vorhanden ist. Und zum anderen eben auch dadurch, dass halt eben die Saftproduktion das Hauptgebiet, also die Haupteinnahmequelle ist, und die Schale sozusagen als Abfallprodukt sowieso anfällt. Also deshalb sind Zitrusschalenöle zählen zu den günstigeren ätherischen Ölen. Melisse, was du angesprochen hast, das ist wiederum ein bisschen schwieriger. Das heißt, erstens mal wiegt so ein Melissenkraut einfach nichts. Ja, also man muss wirklich lange sammeln, bis man ein Kilo zusammen hätte. Und man benötigt, um einen Liter Melissenöl zu gewinnen, ungefähr 7 bis 8 Tonnen Melissenkraut. Also das zeigt, dass in der Pflanze, in der Melisse einfach viel weniger ätherisches Öl vorhanden ist als beispielsweise im Lavendel oder in den Zitrusschalenölen. Und daraus resultiert dann eben der Preis am Ende. Das sind ja richtige LKW-Ladungen voll, kann man Genau. sagen, oder? Ja. Ja, so stellen wir es auch immer dar, wenn wir Webseminare machen und machen unsere PowerPoint, dann machen wir wirklich da so 8 LKWs, 1 Tonner LKWs auf das Foto drauf, dass die Leute einfach diese Relation einfach mal begreifen, was dahinter steckt am Ende auch. Und wenn die Öle dann noch oder die Pflanzen aus einem biologischen Anbau kommen, dann ist der Ertrag ja noch mal geringer, weil es eben auch Widrigkeiten gibt, wie dass die Pflanze zu wenig Wasser hat oder dass das Jahr einfach die Witterung nicht so gut ist und der Ertrag dadurch einfach auch geringer ausfällt. Und das alleine reguliert dann eben auch am Ende das Preisgefüge.